Der Asizin-Leogang heißt nicht umsonst Berg der Sinne. Nein, dieser Titel ist hier Programm. So gibt es etwa einen eigenen Sinne-Erlebnispark und viele weitere Angebote, die Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten in den Mittelpunkt stellen. Neuestes Beispiel ist die Sommerrodelbahn Leoklang, die am 17. Juni feierlich eröffnet wurde. Die Leoganger Bergbahnen sind im Winter ohne Zweifel eine der absoluten Top-Adressen. Aber auch im Sommer findet man dort ein unvergleichliches Angebot für Groß und Klein. Und das Beste daran, die Verantwortlichen lassen sich immer wieder Neues einfallen. So wie etwa die Erweiterung der bestehenden Sommerrodelbahn um ein faszinierendes Klangerlebnis. Eine Kombination, die weltweit einzigartig ist und nun den Namen Leoklang trägt. Wir haben schon lange nachgedacht über, was könnte man machen, dass wir die Rodelbahn ein bisschen lustiger und attraktiver machen können. Und da ist eben von unserem Marketingmann, von unseren Prokuristen, die Idee entstanden, eine Klangbahn zu errichten. Und es war schwierig, sowas zu inszenieren, aber mit Musikum von Solfen, die haben sich dann spontan bereit erklärt, da mitwirken, und so ist das entstanden. Und für die Umsetzung und für die Ideen und für die tolle Sache, was das Musikum gemacht haben, sind wir natürlich bereit, das Musikum ordentlich zu unterstützen. Die neue 400 Meter lange Klang-Sommerrodelbahn war also eine Koproduktion zwischen den Leoganger Bergbahnen und dem Musikum Saalfelden. Vor allem für die Musiker natürlich ein alles andere als alltäglicher Auftrag. Ganz außergewöhnlich. Aber ich habe einen sehr geschickten Schlagzeuglehrer, wo ich gar nicht gewusst habe, welche Fähigkeiten das er besitzt. Und der hat sich dann da so ins Zeug gelegt und hat diese Instrumente entwickelt mit seiner Schlagzeugklasse. Sie haben das wirklich alles ganz allein gebaut, sie haben herumgewerkt in der Werkstatt und die Mitarbeiter der Bergbahnen haben dann das Ganze im Freien umgesetzt. Herausgekommen ist ein einzigartiges Klangerlebnis direkt an der Bergstation der Asitz-Kabinenbahn. Ich habe mir dann so 7 Stationen ausgedacht. Da ist Rhythmus im Spiel, da ist Melodie im Spiel, also werden mit einem Kuhglockenspiel zum Beispiel Kinderlieder gespielt und es sind auf einmal ganz andere kreative Sachen, über die man nachdenken muss, über Klänge, und es ist, ja, ist ganz wichtig für Musiker auch, also es passt auch sehr gut in unseren Schulalltag rein. Bei der Umsetzung fleißig mitgeholfen haben auch zahlreiche Schüler des Musikums Saalfelden. Statt dem Unterricht haben wir mitbauen geholfen und es hat Spaß gemacht und es war wirklich was anderes, weil das miterleben wir mal aus einfachen Dingen wie Dosen sowas Klangvolles machen kann. Eine tolle Leistung der Schüler, die zu Recht stolz sein dürfen. Wir haben was Weltbewegendes beigetragen für die Menschheit. Also ich finde es super, dass das Musikum da mitgemacht hat, weil wir haben das gern unterstützt als Schüler. Beim Projekt Leoklang gibt es letztlich also nur Gewinner. Und der Berg der Sinne ist um eine faszinierende Attraktion reicher. Gerade für kleine Kinder finde ich das ganz ein liebes Erlebnis. Und doch sind es schöne Instrumente. Und Klangerlebnis am Berg ist immer was Schönes. Ganz egal, ob es ein Waisenbläser ist oder ob es dann eine Klangrodelbahn ist. Das gilt natürlich auch für ein Konzert am Berg, so wie jenes vom Musikum Saalfelden im Rahmen der Eröffnung der Leoklang-Rodelbahn am 17. Juni. Nach dem Konzert ließ es sich dann niemand nehmen, die neue Klangrodelbahn selbst auszuprobieren. Auch der Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen stürzte sich in freudiger Erwartung den Berg hinunter. War recht lustig, sehr spannend, weil sowas noch nicht erlebt haben und weil sowas ja erstmalige gibt. Und ich glaube, das ist sicher wieder ein Highlight für die Kinder und für die lustigen Leute am Berg. Ja!